Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern von nah und fern, nach dem Sonntag Jubilate, jauchzet, singet, kantate, ruft uns nun der heutige Sonntag Rogate, betet, bittet zum Gebet auf. Das Beten ist eine Grundform religiöser Kommunikation überhaupt. Im Gebet bringen wir Menschen vor Gott das, was uns im Innersten bewegt. Unsere Ängste, unsere Traurigkeit, unser Hoffen und das, was uns froh macht. Das Gebet hat die Gestalt von Lob und Dank, von Bitte und Klage. Es lebt von der Hoffnung, erhört zu werden. Und doch geschieht es nicht immer in der Zuversicht, dass es wirkt. Wir denken so oft, dass Beten selbstverständlich ist oder sein sollte. Auch wenn dem so ist, bleiben wir Lernende. Lernende, wie man richtig beten soll. Und so wollen wir nun heute besonders an diesem Gebetssonntag, Rogate, bei unserem Herrn und Meister Jesus Christus in die Lehre gehen. Es lohnt sich zu fragen, wie soll ich richtig beten? Genau mit dieser Frage sind die Jünger an Jesus herangetreten, der sich auch oft zurückgezogen hat zum Gebet. Meister, was sollen wir sagen? An welchem Ort sollen wir beten? Die Antwort, die Jesus gegeben hat, die steht mitten in der Bergpredigt und ist unser heutiges Predigtwort. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Unser heutiges Predigtwort hören wir aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel, die Verse 5 bis 15. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Der Herr segne dieses Wort an euren Herzen. Dieses Gebet ist uns allen bekannt, meist seit unseren Kindertagen, das Vaterunser. Es ist uns so vertraut, dass wir es manchmal gar nicht mehr bewusst nachbeten, mitbeten. Und dabei ist genau dieses Gebet das Allumfassendste. Und es ist immer wieder neu, interessant. Ich möchte es heute mit euch gemeinsam anschauen und dazwischen jeweils eine oder zwei Strophen unseres Gesangbuchliedes Nummer 276 singen. Ein Lied, gedichtet von Martin Luther, welches das Vaterunser zum Thema hat. Die ersten zwei Strophen haben wir eben schon gesungen. Da geht es um die Anrede, Vater unser im Himmel und geheiligt werde dein Name. Wenn ihr betet, da sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne an den Straßenecken stehen und von den Leuten gesehen werden. Wenn ihr betet, geht in euer Kämmerlein, schließt die Tür zu und betet zu eurem Vater. Um dieses Wort schon zu verstehen, müssen wir uns einmal klar machen, welche gängigen Bräuche zur Zeit Jesu die frommen Juden hatten. Manche von ihnen gingen extra zum Beten hin in den Tempel, in die Synagoge. So würden sie sagen, seht her, ich bete, ich halte mich an die Gebetszeiten. Andere wiederum gingen genau zu ihren Gebetszeiten, zufällig auf belebte Straßen, stellten sich fromm hin und beteten. Aber eigentlich richtete sich ihre Botschaft an die Mitmenschen. Sie lautete in diesem Fall etwa so, seht her, was für ein frommer Mensch ich bin. Auch unterwegs vergesse ich die Gebetszeiten nicht. Jesus durchschaute diese Heuchelei. Er merkte, so ein Beten, das richtet sich nicht an Gott, unseren Vater, sondern es richtet sich an die Menschen. Und anstatt so zu tun, soll man lieber zu Hause sich in sein Kämmerlein zurückziehen und dort wirklich bewusst Gott als Ansprechperson haben. Das heißt, konzentriert auf Gott hin zu beten. Jesus verbietet uns nicht das gemeinsame Gebet im Gottesdienst oder anderswo. Aber es geht darum, dass man Gott anredet und nicht die Frömmigkeit den Menschen zur Schau stellt. Das Gebet richtet sich an unseren Vater im Himmel. Ist kein Selbstgespräch. Wir haben ein Gegenüber, nämlich den himmlischen Vater. Singen wir nun die dritte und die vierte Strophe des Liedes 276. Es kommt dein Reich zu dieser Zeit und dort entlang in Ewigkeit. Der Heilige Geist uns wohne bei, mit seinen Gaben mancherlei, des Satans Zorn und groß Gewalt. Zerbrech vor ihm dein Kirchenhalt. Yeah.
Es geht um das Gottesreich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Damit bitten wir darum, dass Gott sich bei uns in unserem Leben durchsetzt. Dass bei uns genau das Wirklichkeit wird, was mit Jesus einmal begonnen hat. Das Reich mitten unter uns. Überall dort, wo Menschen heil werden, wo wir etwas davon ahnen, dass der Himmel die Erde berührt. Ein Gebet verändert uns. Und es zeigt uns immer wieder auch, dass wir nur Geschöpfe sind. Der Schöpfer hält doch in Wahrheit diese Welt und mein Leben in seiner Hand. Das Beten erdet uns sozusagen. Wir sollen Menschen sein und nicht Gott, sagt Martin Luther. Ich lasse mir mein Menschsein gefallen und lasse Gott Gott sein. Ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. So steht es im ersten Brief an Timotheus. Gottes Wille ist der Wille seiner Liebe, mit dem er will, dass wir Menschen heil werden an Leib und Seele. Im kleinen Katechismus sagt Martin Luther, Gottes Wille geschieht ja auch ohne unser Gebet. Und trotzdem ist unser Gebet nicht umsonst. Denn im Gebet bitten wir darum, dass sein Wille in unserem Leben geschieht. Es gibt Erfahrungen, auch bei Menschen, die beten, die man nicht mit diesem Willen, mit diesem Liebeswillen Gottes in Einklang bringen kann. Ja, manche Not bleibt. In diesem Leben geschieht Gottes Wille viel zu oft auch nicht. Wenn wir aber beten, dein Wille geschehe, dann ist genau dieses manchmal eine schlichte Hilfe zur Entscheidung. Oder es ist manchmal sogar eine zornige Klage oder Anklage, dein Wille über meinem. Aber manchmal ist es auch einfach nur ein getrostes Gebet, dein Wille, Herr, geschehe, nicht meiner. Wir singen die 5. Strophe unseres Liedes. Jesus lehrt uns im Weiteren unseres Predigtwortes das, was für die nächsten Bitten passt. Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht so viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Um diese Worte auch richtig zu verstehen, müssen wir wissen, dass das Gebet in den heidnischen Religionen bedeutet hat. Es hat den Sinn, dass man mit dem richtigen Gottesnamen und Formeln eine höhere Macht dazu bewegt, eigene Wünsche zu erfüllen. Und je länger jemand betet und je mehr Gottesnamen er aufzuzählen weiß, desto sicherer kann er mit dieser Erhörung rechnen. Und wiederum geht es Jesus hier nicht um einzelne Fälle, sondern es geht ihm um uns, um unsere Herzenshaltung. Und da dürfen wir wissen, wir brauchen nicht mit vielen Worten und langen Formeln eine höhere Macht zum Segnen zu bewegen. Unser himmlischer Vater weiß von vornherein, was wir benötigen. Wenn er uns zum Beten auffordert, dann geht es ihm gar nicht darum, dass er an sich informiert werden will, sondern dass er von uns informiert werden will. Es geht ihm um die Beziehung. Er könnte auch ohne unser Bitten unser Nötiges geben und er tut es ja auch oft genug. Aber er möchte um unseretwillen, dass wir von ihm diese Hilfe erwarten. Unser täglich Brot umfasst alles Lebenswichtige. Die Nahrung, die Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Menschen, die uns lieben, eine Aufgabe, die unserem Leben einen Sinn gibt. Es gibt Zeiten,
in denen nehmen wir genau diese Dinge für selbstverständlich. Den Überfluss, den wir an Nahrung, an Kleidung, an Wohlstand haben, dass ich mir keine Sorgen darum machen muss, wie der morgige Tag aussehen wird. Als das Volk Israel durch die Wüste wanderte, da bekam es Manna als Speise. Wer es aufbewahrte, dem verdarb es. Es wurde täglich neu geschenkt. Eine Vorratshaltung war gar nicht möglich. Dieses Gebet, unser täglich Brot, gib uns heute, das macht uns dankbar. In Zeiten, in denen es uns gut geht, dass wir haben, was wir aber wirklich brauchen, das ist Geschenk. Es ist nicht unser Verdienst. Es gibt auch die anderen Zeiten, wo uns das Brot ausgeht. Da fragt man sich, wie soll ich jetzt meine Familie versorgen? Wie soll ich das alles schaffen? Wo kommt jetzt mein Einkommen her? Und in diesen Zeiten nimmt uns diese Bitte mit hinein in das Vertrauen zu Gott. Sorge dich nicht, denn dein himmlischer Vater weiß, dass du all dessen brauchst. Du musst nicht für die nächsten 3 Monate Brot haben. Was du heute brauchst, das bekommst du. Wir singen miteinander die 6. Strophe. All unsere Schuld vergib uns, Herr, dass sie uns nicht betrüben mehr, wie wir auch unseren Schuldigen. Wir Schuld und Fehl vergeben gern, zu dienen nach uns allbe. Es gibt Schulden, die wir uns nicht selbst vergeben können. Das würde ja bedeuten, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Wer aber könnte wieder gut machen, was Menschen einander angetan haben, an Unrecht, an Leid und Gewalt? Denken wir an die Bevölkerung Afrikas zur Zeit der Kolonisation oder an die Juden in Europa zur Zeit des Holocaust. Solche Schuld wirkt über Generationen hinweg. Denken wir an unser eigenes Leben. So viel Verkehrtes, so viel Versäumtes oder Unterlassenes, so viel Eigennütziges, Unbedachtes oder gleichgültiges Verhalten, so viel leichtfertiges Reden und manches davon ohne böse Absicht, ja sogar ohne dass es uns bewusst war. Und dennoch haben wir anderen Menschen damit Schaden zugefügt, Leid verursacht. Und schließlich, was wir mit der Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, anrichten. Kein Mensch kann das wieder gut machen und es sucht noch unsere Enkel heim. Und auch wenn wir das alles nicht wollen, wir stehen mittendrin in diesem großen Schuldzusammenhang. Wir sind mitbeteiligt. Wir können uns nicht daraus befreien. Der Apostel Paulus drückt es so aus: Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Diese Bitte ist eine ganz groß und weit gespannte Bitte. Wenn wir sie beten, dann bitten wir ja darum, dass Gott tut, was nur er tun kann. Die Tränen trocknen, die Wunden heilen, die Toten ins Leben rufen, die Schöpfung erneuern. Damit sind wir nicht aus unserer Verantwortung entlassen. Die Bitte geht weiter. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Es ist die einzige Bitte des Vaterunsers, wo ausdrücklich auch von unserem Tun die Rede ist. Es ist die einzige Bitte, auf die Jesus noch einmal zurückkommt. Er sagt: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Dass Gott uns um Jesu Willen unsere Schuld vergibt, das ist der Mittelpunkt der frohen Botschaft. Das ist Evangelium.
Der Mensch, der Gottes Heil am eigenen Leib erfahren hat, der kann gar nicht anders, als im Mitmenschen jemanden sehen, dem Gottes Liebe auch gilt, für den Jesus Christus auch gestorben ist. So einem Mitmenschen kann man dann nicht anders begegnen als im Geist der Vergebung, also im Sinne von ihn mit den Augen Gottes sehen. Auch dies gehört zum Betenlernen dazu, dass wir vergeben lernen, wie Gott uns vergeben hat. Ja, Jesus Christus ermutigt uns, er ermächtigt uns dazu, für das gleiche Ziel zu leben und zu wirken, das auch sein Gottes Ziel ist, nämlich eine erneuerte, eine versöhnte Welt. Eine Welt, in der dieser Kreis von Schuld, Versagen und Angst durchbrochen wird, von der Vergebung. Es gibt so viele Möglichkeiten, mitzuwirken an der neuen Schöpfung, um die wir Gott bitten, die wir ihm zutrauen und die er uns zutraut und zumutet. Wir singen gemeinsam die Strophen 7 und 8. Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, wenn uns der böse Geist fiel. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Beim Lesen dieser beiden miteinander verbundenen Bitten des Vaterunsers stellt sich eine grundsätzliche Frage. Wie ist das mit Gott und der Versuchung zu verstehen? Führt Gott uns in Versuchung? Die zweite Bitte, erlöse uns von dem Bösen, scheint eine Bekräftigung der ersten Bitte zu sein. Am Anfang der Bibel lesen wir von ganz verschiedenen Versuchungen. Im Paradies gerät der Mensch in Versuchung durch die Schlange. Später erliegt Kain der Versuchung und erschlägt seinen Bruder Abel aus Neid, aus Konkurrenz. Und dann lesen wir während der ganzen Wüstenwanderung, wie das Volk Israel Gott immer wieder versucht. In vielen Erzählungen ist es der Mensch, der versucht, der Gott versucht. Jesus zitiert ja, wenn er sagt, du sollst Gott nicht versuchen. Die biblische Tradition kennt aber nicht nur die Versuchung Gottes, sondern auch die Versuchung des Menschen durch Gott als eine Art Prüfung, mit der Gott die Geschichte für den, der versucht wird, zu einem guten Ende bringen will. Es ist eindeutig, Gott ist der Herr der Versuchungen. Die jüdische Theologin Ruth Lapide hat den Vorschlag zum Verständnis dieser Bitte wie folgt gemacht. Es müsse eigentlich heißen, führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, denn Gott ist kein Versucher. Die Formulierung des Vaterunsers will uns ermutigen, der Versuchung aller Art zu widerstehen. Die Verbindung zu Gott gibt uns die Kraft dazu. Ja, die Versuchung ist groß, täglich aufs Neue. Dieser Kraft Gottes und der Nähe des Reiches Gottes, dieser Kraft der Liebe, nicht zu vertrauen. Etwa wenn wir sagen, wir können doch nicht so leben, als ob Gottes Reich schon da wäre. Wir sehen ja nichts davon. Aber das Gebet lehrt uns, wie im Himmel, so auf Erden. Führe uns nicht in Versuchung, deiner Gegenwart nicht zu vertrauen, Gott. Führe uns nicht in Versuchung, dich klein zu denken
und allem anderen die Macht über uns zu geben. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich lade ein, die letzte Strophe von dem begonnenen Lied miteinander zu singen. Amen, das ist es, Werde wahr, schreib unseren Glauben immer dran, auf das wir gar nichts folgen dran, was wir mit Gebeten lang, auf dein Wort in den Namen rein, so sprechen wir das. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, dass du unser Vater bist, dass du uns führst, dass du uns liebst, dass du unsere Schuld vergibst. Wir danken dir, dass du uns einfach immer wieder in deiner Hand hältst, trotz allem, was uns passiert. Wir wissen, wir sind in deiner Hand. Wir bitten dich für diese besondere Zeit, dass wir dir näher kommen. Wir bitten dich, dass wir dich immer wieder fragen, was dran ist und dass wir die Prioritäten gut setzen. Und wir bitten dich auch für alle Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Bitte sei du in den Familien, sei du bei den Eltern, die so viel Homeschooling machen, sei bei den Alten und Kranken. Segne du sie. Amen. Lieber Gott, ich danke dir für diese schöne Natur und bitte hilf uns, dass wir sie nicht zerstören. Ich danke dir für all diese schönen Sachen, die du uns beschert hast und ich bitte dich, bitte hilf allen Menschen, denen es schlecht geht, und gib allen Menschen, die krank und traurig sind, Mut und Freude am Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht und bleibt im Frieden und mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Thank you.
Das Gebet ist für mich sehr wichtig, jeden Tag. Neu. Denn es gibt mir neue Hilfe. Die stärkt mich. Das Gebet stärkt mich, dass ich weitergehen kann, jeden Tag. Ich bete noch jeden Tag, jetzt wie ich erwach. Wenn ich aufstehe, sage ich, oh Gott, himmlischer Vater, danken will ich dir auch für diese Nacht. Du hast mich behütet vor allem Übel. Es ist mir nichts Schlechtes geschehen. Du hast mich auferweckt zu einem neuen Tag. Die Sonne scheint, ich kann die Strahlen sehen. Und ich danke dir dafür durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, den du für uns ans Kreuz auf Golgatha gegeben hast, unschuldig. Und bitte dich auch heute für alle, die regieren, für alle, die ämtlich angestellt sind, dass sie auch für die Alten ein gutes Wort haben. Segne diesen Tag auch für alle Kranken, überall, die leiden, zu Hause, in Krankenhäusern, dass sie es überwinden mit deiner Hilfe. Ich bitte dich, himmlischer Vater, für unsere Gemeinde. Wir sind wenige und alte, aber du kannst uns noch weiterhelfen. Ich bitte dich für unsere Pfarrer und die ganzen Familie, alles Kinder miteinander, auch für unseren Bischof, die uns zur Seite steht. Und ich danke dir, dass du mein schwaches Gebet erhörst, auch heute. Denn durch deine Hilfe können auch wir alten Schwachen weitergehen. Ich danke dir, Herr, dass du alle erhörst, die zu dir rufen in dieser schweren Zeit. Mit dieser Pest, die voranläuft, die kein Mensch sieht. Es ist ein Krieg, aber nicht mit Menschen. Denn sie lauert uns in jeder Ecke, wohin wir gehen, muss man vorsichtig sein. Denn sie kann herausspringen. Ich danke dir, Vater im Himmel. Amen. Meinen Leib und meine Seele samt den Sinnen und Verstand großer Gott, ich dir befehle unter deine starke Hand, Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm, nimm mich auf dein Eigentum. Wenn ich bete, habe ich das Gefühl, dass der liebe Gott mich gleich hört. Er hört mich. Das Telefon ist immer offen, es ist nie besetzt. Man kann immer, ja, wie heißt es in dem anderen Lied dort? Es hilft uns unser Gott, er hört unser sehnlich Flehen. So dürfen wir getrost zu seinem Throne gehen und klagen kindlich wir dem Vater unsere Not. So hilft uns unser Gott. Licht, das in die Welt gekommen, Sonne voller Glanz und Pracht, Morgenstern aus Gott entglommen, treib hinweg die alte Nacht. Zieh in deinen Wunder. Schein bald die ganze Welt hinein. Gib dem Wort, das von dir zeuget, einen allgewaltigen Lauf, dass noch manches Knie sich beuget, sich noch manches Herz tut auf. Ehe die Zeit erfüllt ist, wo du richtest, Jesus Christ. Heile die zerbrochenen Herzen, baue dir die Gottesstadt und verbindere unsere Schmerzen, kräftige, was lau und matt. Herr, tu auf des Wortes Tür, rufe allen, komm zu mir. Es sei keine Sprach noch Rede, da man deine Stimme nicht hört, und kein Land so fern und öde, wo nicht dein Gesetz sie lehrt. Lass den hellen Freudenstrahl siegreich ausgehen überall. Komm, erquick auch unsere Seelen, mache die Augen
hell und klar, dass wir dich zum Hirten wählen, dich umfassen ganz und gar. Lass, o Herr, dein Wort allein unseres Fußes Leuchte sein. Amen. Ein Gebet, an das ich mich sehr gut erinnern kann, ist ein Gebet, das ich gesprochen habe in meiner Konfirmandenzeit. Der Pfarrer Kraus dazumal sagte uns Konfirmanden, dass Jesus vor der Herzenstür steht und anklopft. Und er empfiehlt uns, diesen Jesus auch reinzulassen in unser Leben. Ich ging nach Hause und ich war eine gehorsame Konfirmandin und tat das. Wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, es sind schon fast 30 Jahre her, hat sich einfach gelohnt, dieses Gebet zu sprechen. Und ich staune immer wieder, was Gott in meinem Leben getan hat, wie er mich geführt hat, wie er mir geholfen hat, wie er ja einfach etwas Besonderes aus meinem Leben gemacht hat. Und ich staune immer wieder und das führt mich auch zur Dankbarkeit. Und wenn man einen Freund ins Haus einladet, dann soll man auch mit ihm sprechen, es ist ganz klar. Man hat nicht einen Gast im Haus und man spricht nicht mit ihm. Und das soll auch das Gebet sein. Ein ganz einfaches Sprechen, so wie mit einem Freund, wie mit einem Gast. Einfach das sagen, wo der Schuh drückt. Im Alltag brauchen wir immer wieder Erinnerungen und Situationen, oder ich zumindest, wo ich mich an das Gebet erinnere. Weil der Alltag ist dann so voll, es ist so viel da und ich brauche diese Stützen. Zum Beispiel am Morgen, jetzt auch besonders in dieser Corona-Zeit, bevor ich aus dem Bett aufstehe, nehme ich die Losung, lese ich sie, ich bete kurz oder manchmal auch noch die Bibel dazu, der Bibeltext, der vorgeschlagen ist, manchmal auch nicht. Und da fängt auch der Tag schon mal anders an. Da hat man Geduld für die Kinder, für das Homeschooling, da bekommt man etwas, was nur Gott schenken kann. Mit den Kindern beten wir auch oft am Tisch und wir haben schon so ein Ritual gemacht. Am Abend schließen wir den Tag, indem wir uns auch Eltern entschuldigen für etwas, was nicht gut war, oder sie entschuldigen uns, und das ist dann ein guter Abschluss. Die Kinder kommen auch zu uns, wenn sie Angst haben oder wenn sie nicht einschlafen können, und dann beten wir auch. Eine Erinnerung ist für mich immer wieder, auch wenn ich in der Stadt bin, zu beten, wenn ich vor einer Ampel stehe. Das ist eine rote Ampel da und ich kann mich einfach ärgern, dass sie nicht grün ist und dass ich nicht drüber gehen kann über den Zebrastreifen, oder ich kann 30, 40 oder 60 Sekunden beten. Das ist für mich immer wieder ein Moment, und das sage ich auch weiter, auch den Kindern, betet, wenn ihr eine rote Ampel seht. Ihr habt diese Zeit. Beten ist wirklich nichts Kompliziertes. Und ich glaube nicht, dass Gott das einfach erwartet, dass wir komplizierte Worte machen, sondern das einfach aus dem Herzen sagen. Und in diesen 30 Jahren, wie ich gesagt habe, habe ich immer wieder gestaunt, wie Gott mir geantwortet hat. Und seine Züge sind immer spätestens pünktlich gekommen. Nicht dann, wenn ich das wollte, sondern spätestens pünktlich, wenn es wirklich notwendig war.